dieser Job ist nichts für schwache Nerven. Ja, immer mit zwei Seilen arbeiten und oben über die Kanten, das ist nicht abscheuert, das Seil. Auf das muss man achten. Wenn es sonst nichts ist, seit genau 2 Wochen hängen die Alpinisten aus Österreich täglich an der 20 Meter hohen Felswand an der Neufinder Steige im Landkreis Esslingen. Bislang wurden seit dem 16.8. die Felsen beräumt, das heißt die lockeren Felsen wurden gelöst. Um genau zu sein, rund 150 Tonnen Gestein. Grund ist ein Felssturz im November letzten Jahres. An dieser Stelle fiel ein 25 Tonnen schwerer Fels glücklicherweise nur hinter die Auffangmauer. Gerade im Winter, wenn das Wasser eindringt aufgrund vom Frost, platzt dann mal ein kleines Steinchen ab. Aber dass jetzt ein riesen Felsbrocken runterkommt, hat mir jetzt selber auch noch nicht. Zeit für die Straßenmeisterei Kirchheim zu reagieren. Anhand eines geologischen Gutachtens wurde ein genauer Plan erstellt. Jetzt werden noch die restlichen Felsen, wo scheinen lose zu sein, gesichert mit dem Mutterfelsen, mit Felsnägel. Und die restlichen Felsen werden dann mit Sicherungsnetzen, mit sogenannten Spidernetzen, werden dann gesichert. Bis zu 8 Meter lange Felsnägel stemmen die Männer dafür in die Wand. So soll verhindert werden, dass die großen Felsen auf die Straße fallen könnten. Ja, Steine abtragen ist lustig. Und bohren, ja, ist man halt staubig, wird man dreckig. Aber ist alles okay. Jedem anderen würde bei diesem Job vermutlich das Lachen vergehen. Dafür gibt's aber einen Arbeitsplatz mit super Aussicht. Am Freitag soll die Vollsperrung auf der Neufinder Steige wieder aufgehoben werden. Bis dahin sind dann auch die Alpinisten wieder abgestiegen.